Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Informationsrunde. Jo, heute wartet relativ viel auf uns. Ihr seht schon hier, die Evolution-Spieler sind da. Team of the Week Nummer 3 ist da mit einem Anaheim Ducks Goaltender. Das ist richtig, richtig nice. Und dann natürlich nicht zu vergessen, gibt es eine neue Legendenkarte, Joe Newendike und die Gatorade-Spieler. Heute gibt es relativ viel Information für euch, denn wir sind hier jetzt Mitte Oktober und ich würde sagen, erst schauen wir kurz die Ziele und Meilensteine an, denn es gibt keine Event-Items. Cool, dann brauchen wir keine Ziele und Meilensteine. Dann gehen wir gleich in die Sets rein. Und zwar ist es so, dass es natürlich wieder die Monthly Rewards gibt für Joe Newendik und ihr braucht insgesamt 80 Oktober-Sammel-Collectibles und ihr müsst natürlich die Sets wieder nacheinander, also erst das, dann das, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5, Stufe 5 ist dann die Legendenkarte, dann müsst ihr wieder nacheinander erfüllen, damit ihr die Legendenkarte kriegt. Natürlich kriegt ihr hier noch 2 Gold-Plus-Packs, ihr kriegt den Gold-Pack, ihr kriegt den Silber-Pack dazu und hier ein Bronze-Pack. Bis hin zur Legende. Dann gibt's Evolution Sets. Und die Evolution Sets sind ganz, ganz spannend. Und jetzt müsst ihr natürlich aufpassen. Ihr braucht für den Top-Rang-Entwicklungsset tausche Entwicklungssammelobjekte gegen 1 von 4 Entwicklungsspieler des Top-Rangs ein. Vorsicht! 1 von 4. Es sind insgesamt 6 verfügbar. Sprich, ihr kriegt 2, werden euch nicht angezeigt. Sprich, wenn ihr jetzt ein Pack öffnet und da sind McKinnon, Hall, Subin und Panarin drin, hat der Computer für euch Pastrnak und Kuznetsov gestrichen. Kann natürlich auch sein, dass es Subin und Hall streicht, dafür Pastrnak und Kuznetsov drin sind. Das gleiche gilt für Entwicklungsset 2, 3, 4 und 5. Wenn ihr natürlich welches macht aus dem 5er und ihr Glück habt, kriegt ihr Casey Middlestead. Das wäre nicht schlecht für euch, weil ich weiß nicht, wie die anderen sind dieses Jahr, ob sie überhaupt viel Einsatzzeit kriegen. Hier müssen eigentlich alle mitspielen. Die Frage ist nur, ob sie auch so viel Evolution bzw. so viele Schritte nach vorne machen, so viel Updates bekommen, dass sich das Set oder dass sich die Spieler lohnen. Hier wird es dann schon besser, also ab 3, 2 und 1 sind die Sets, wo ihr durchaus eintauschen könnt, wenn ihr bestimmte Spieler haben wollt. Hier würde ich zum Beispiel Shane Gothard, Bear würde ich gerne haben, William Carlson, Barcel, die sind eigentlich alle gut, die da drin sind. Hier auch, wobei ich hier gerne auf Nugent Hopkins verzichten würde. Und auf Larkin, die waren nämlich letztes Jahr ganz schlecht. Und Hischier, der war von den Evolution-Dingern auch nicht, aber Hischier haben sie auch nicht gefördert bei EA. Na gut, das sind die Evolution-Sets und dann gibt es diesen Monat noch Gatorade-Sets. Und diese Gatorade-Sets sind Spieler-Items, die ihr euch erspielen könnt, zusammen mit den Gatorade-Collectibles. Die Items und Collectibles findet ihr einmal nämlich hier in der Competitive Season. Und da müsst ihr natürlich mitspielen, damit ihr die kriegt. Die haben wir hier. Competitive Season Gatorade. Sind in den Saisonpreisen drin. Sind relativ gute Saisonpreise. Und ich kriege gerade von Twitter eine NHL-Meldung. Super cool, danke. Hier kriegt ihr nämlich die Gatorade-Objekte mit einem 89er Crosby, wenn ihr unter die Top 100 kommt. Insgesamt. Die lohnen sich diesmal. Die Competitive Season werde auch ich dieses Mal wieder mitspielen. Dann gibt es auch die Saison 3 Entwicklung und in der Saison 3 Entwicklung hier könnt ihr nämlich auch 2 extreme Entwicklungspacks, 1 Entwicklung Choice Pack könnt ihr euch hier erspielen. Hier seht ihr es absteigend nach unten. Wenn ihr unter die besten 100 kommt, kriegt ihr ein Evolution Mini Entwicklung Pack geschenkt. Das gelbe gilt hier, kriegt ihr glaube ich das Doppelte. Ja, die doppelte Menge. Also diesmal lohnt sich das Mitspielen wieder. Ansonsten kann ich euch noch zeigen, wie ihr so an die Spieler und die Gatorade Entwicklungsobjekte kommt. Und zwar könnt ihr die ganz einfach hier in der Gatorade Herausforderung spielen. Es sind 27 Herausforderungen. Ich habe jetzt gerade bei 4, habe jetzt auch gerade frisch erst angefangen. Und da kriegt ihr am Ende mal einen Spieler und ein Pack. Das zeige ich euch später noch, wie das dann aussieht. Können wir hier mal reinschauen. Hier kriegt ihr nämlich 500. Also hier für das erste Spiel kriegt ihr 500 Münzen. Für das zweite Spiel kriegt ihr ein Gatorade-Sammelobjekt. Und für das letzte kriege ich in diesem Fall jetzt Leihspieler Jet Johnson. Und das ist in diesen Sets, oder in diesen Entwicklungs-Gatorade. Ich habe es nur noch Entwicklungsspiele im Kopf. Gatorade,
Challenges sind hier alle gleich, alle auf Pro, also alle erfüllbar. Und dann gibt es natürlich auch hier noch die Entwicklungsherausforderungen. In diesem Fall gibt es 3 Herausforderungen. Schließe das Spiel ab, blocke 3 Schüsse, erziele 3 Tore, tägliche Belohnung. Ja. Das sind die Entwicklungsherausforderungen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch Marktplatz, kann ich es euch noch zeigen. Wir haben hier noch 2 Goldpacks, das sind die Wochenpacks, die kann ich, die machen wir in dieser Folge noch, in dieser Infofolge. Da wird nichts Gutes drin sein. Das weiß ich sicher. Bis auf Verträge, die ich natürlich ultra gerne nehme. Boah, da ist wirklich gar nichts drin. Ansammlung senden. Haben wir noch ein zweites Goldpack. Da wird wahrscheinlich noch weniger drin sind. Logo der Grizzlies, Wolfsburg, das werde ich mal behalten. Alle Sachen aus der DL kann man meistens eigentlich gut verkaufen. Schnell verkauft, danke. Und an meine Sammlung senden. Und dann haben wir hier noch eben diese Gatorade Sammelobjekt-Belohnungspacks. Das sind die Sammelobjekte, wie die Gatorade. Ja, das Logo von Gatorade hat einfach vorne drauf. Und hier haben wir einen Leihspieler, Gianni Gordi, den ihr dann später in den Sets eintauschen könnt. Mit diesen Gatorade-Sammelobjekten gegen das originale Item Gianni Gordi, was dann kein Leihspieler mehr ist. Genau, und am Ende haben wir hier doch tatsächlich die Oktoberlegende noch. Ray Ferraro habe ich doch noch gekriegt. Auf Biegen und Brechen. Wirklich jeden Tag im 8-Stunden-Rhythmus aufgestanden. Und ich rate es euch, wenn ihr das nicht hinbekommt und wenn ihr nicht frei habt, braucht ihr gar nicht versuchen. Also dann versucht die täglichen Dinger zu machen und also 2-mal einloggen täglich und die täglichen Ziele und Meilensteine, dann müsstet ihr es auch locker schaffen. Ansonsten 8-Stunden-Rhythmus aufstehen. Viel Spaß, wenn ihr das so locker schafft. Also ich habe mir irgendwann wirklich schwer getan, was halt wirklich nervig ist. Vor allem, wenn du nicht den richtigen Rhythmus hast, sondern dann um 3 Uhr raus musst. Den irgendwann umgestellt, habe ich dann auf ein Objekt verzichten müssen, dass ich dann um 0 Uhr, 8 Uhr und 16 Uhr hatte. Aber es ist wirklich nicht zu raten. Genau. Dafür haben wir jetzt einen Linkschützen, Ray Ferraro, Center. Bullywert von 87 ist eigentlich ganz gut. Bullywert von 87 ist gut. Taugt mir. Sehr schön. Ansammlung senden. Unverkäuflich. Wunderbar. Können wir uns später merken. Genau. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir da ein fettes Pack-Opening machen. Ich habe insgesamt 26.200 Points. Bedanke mich auch hier nochmal an die Sponsoren, die mir in diesem Fall wirklich geholfen haben und gesagt haben, hey, hier, mach mal was. Wir wollen was sehen auf YouTube. Bedanke ich mich hier an dieser Stelle und ja, nächste Folge schauen wir dann, dass wir da ein paar Hut-Entwicklungsspieler kriegen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich sage Ciao mit V und nächstes Mal geht's rund. Bis dann.